Wir sind jetzt im schönen Vogtland, sage ich, oder Erzgebirge. Erzgebirge. Das ist ganz wichtig. Du bist hier im schönen Lauder bei Aue. Aue, Erzgebirge Aue. Genau, richtig. Ich habe ja vorhin schon gesagt, geilster Ort ever, weil wir sind oben über die, kurz davor über den Hügel gekommen und dann siehst du so rüber und sag ich, geil. Sag, ja, sind wir jetzt schon wieder im Schwarzwald? Sag ich, nee, wir sind im Erzgebirge. Kennst du nicht Erzgebirge, Aue? Sagt er, nee, sei Fußballclub so und so weiter. Ne? Und sag ich mal, googelt mal, wie weit ist denn hier überhaupt der Sachsenring überhaupt weg? Ja, 27 Kilometer? Das ist gar nicht weit weg. Sachsenring ist geil, nicht weit weg. Geil. Aber ich sag, bevor dass ich jetzt hier irgendwie Hockenheimring 4 Stunden fahre oder 8 Stunden Nürburgring, da fahre ich doch lieber hier, weil hier fahre ich mit Anhänger wahrscheinlich 3,5 Stunden und bin ich hier. Wir jetzt gerade auch mal ein bisschen im Gespräch, dass wir da ein bisschen mehr machen können. Gell? Ja. Ist das so, dass man da gar nicht kann? Wir schwellen jetzt gerade ab, um es, was es eigentlich geht, aber ist egal. Ist egal, wir müssen ja kurz quatschen. Das ist schon ein bisschen eine tricky Sache, wegen Lautstärke. Ach so, ist das so, ja, Deutschland, ne? Genau. Deutschland, richtig, Deutschland. Deswegen sind wir hier, Lautstärke und so. Genau, gute Überleitung. Das war das Überleitungsstichwort. Wir sind heute hier, beim Enno haben wir ja schon mal ein paar Videos gemacht, könnt ihr euch erinnern. Und wir waren auch schon mal hier, haben Auspuffanlage für ein S3, haben wir auch schon bekommen, für ein 8Y und für ein Golf 8. Da waren wir aber noch nicht so weit, beziehungsweise Enno mit den ganzen Unterlagen und Gutachten und dass man die Masse machen kann. Richtig. Und jetzt ist es soweit. Wir haben eine Kooperation geschlossen, wir beide. Und zwar geht es darum, dass wir quasi in den Pfefferkorn made by Provocateur Exhaust. Warum Provocateur? Enno hat ja Special Concepts, das ist ja seine Tuningfirma mit Leistungssteigerungen und so weiter, Abstimmungen. Und er verkauft natürlich auch unsere Fahrwerke. In letzter Zeit ein bisschen wenig, aber das kommt wieder. Ich kaufe jetzt Auspuffanlagen, kauft er wieder Fahrwerke. Das bei uns. Alles gut. Es braucht alles seine Zeit, Andi. Eben. Alles gut. Aber deswegen haben wir gesagt, wir machen hier eine Kooperation mit, schön mit den Fahrwerken und vor allem mit den Auspuffanlagen. Es gibt dann die Pfefferkorn made by Provocateur. Die werden auch so betitelt. Ihr könnt bei uns dann diese Auspuffanlagen kaufen. Ganz bei uns, ganz normal am Shop. Gleichen Preise, so wie es gehört. Für jedes Auto. RS3, RSQ3, RS6, RSQ8 und VZ5 zum Beispiel. BMW-Modelle kommen jetzt. Genau, M2, M3, genau. M4, G-Modell, G80-Modelle und so weiter. Auch mit Leistungssteigerungen, Downpipes, alles eingetragen. Ganz wichtig. Richtig. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, diese Auspuffanlagen ins Programm zu nehmen. Die, wo ihr bei uns kaufen könnt. Die, wo wir bei uns auch dann einbauen. Die, wo ein ganz normales Gutachten haben. Und so einen Preis, wo man sagt, hier ist ja die Hochburg der Auspuffbauer, wenn das ja einige vielleicht wissen, ist ja so. Ja, ist so. Alle Creme de la Creme Auspuff. Wir arbeiten alle ordentlich miteinander, da tut das ist sich das Schönste. Keiner abbeißen von irgendwas oder sich angiften. Einer macht halt mehr Sonderanfertigung, genau, das geht natürlich auch, wenn ihr das haben möchtet. Ja, aber trotzdem, das ist auch möglich, aber es ist halt zeitlicher Aufwand, ist es schon ein bisschen schwieriger. Ne? Ja, aber deswegen haben wir ja gesagt, wir filmen jetzt das Eingangsvideo hier und der Auspuffanlage ist ja drüben, da fahren wir jetzt rüber, die holen wir jetzt direkt, wo die Auspuffanlagen gebaut werden, dann seht ihr das auch mal, habt ihr einen kleinen Einblick dazu und wie wir dann später dann definitiv unseren Auspuff, den wo wir abholen, in dieses Fahrzeug einfach, nicht in das linke Fahrzeug, sondern das rechte Fahrzeug. unseren schönen RS6 C8, Goodwood Grün, haben wir ja auch noch gar kein Video gemacht eigentlich, ne? War es nicht wert, weil wir gesagt haben, wir haben nur ein Fahrwerk eingebaut. Ne? Wir haben es ein bisschen mit einfließen lassen, ne? Von daher. Okay? Also du wirst nachher sehr glücklich sein. Ich hoffe. Ich habe ja schon Auspuffanlagen in meinem Vorgänger gehabt, aber das war eine ganz andere Nummer mit Downpipes, Leistungssteigerung, Auspuff. Das kann man nicht vergleichen. Aber wir möchten ja auch alles, dass das alles ganz regelkonform ist und dass es nicht mit 15 Geräuschmessungen und sonst irgendwas gemacht wird, sondern einfach einbauen, Zettel dabei haben, fertig. So wollen wir das haben. So soll es auch sein. Jetzt. Sagst du dazu, mein geiler Stress? Ja, ich sag schon. Ich hab's ja gerade inspiziert. Ist von meinem, was ist denn das überhaupt? Ist von meinem Ducati Mountainbike. Nicht mal Spaß. Was? Variante 4-Stoßdämpfer. Ist aber aus dem Auto. Aber aus welchem Auto? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht nachgefragt, aber geiler Scheiß auf alle Fälle. Und es ist leichter. Der andere Stoßdämpfer war gut schwer, was wir gehabt haben vorher. Aber da könntest du ein bisschen trainieren. Bin links, ein bisschen rechts, genau. So, jetzt sind wir vom Enno. Special Concepts. Direkt zur Produktionsstätte hier hingefahren. Provocateur Exhaust, hat einen schönen Aluhänger hier. Ha? Guckst du mal. Damit können wir alles holen und bringen. Machen wir auch. Hol- und Bringservice inklusive. Hier sind, glaube ich, schon geilste Scheiße ever. Hast du wieder eine Palette zum Abholen? Altmetall, so S4-Auspuff und so. Da machen wir dann ab und zu mal Post. Bitte Abholung, sonst Verwertung.
Weißt du? Okay, achso. Ja, das wird ja von mir auch so. Viele sagen so dann... Aber wie machen wir das bei mir? Gut, die liegt ja bei dir. Die liegt ja bei dir. Schlägst du da. Also in drei Jahren hole ich die wieder, wenn das Auto ausläuft aus der Leasing, hole ich die wieder. Schöne Autos hier auf alle Fälle. Ja. Sehe ich schon. Alle kein Fahrwerk verbaut, sehe ich auch. Ne? Doch, hier KW Original, sehe ich auch, weil Anschlag unten geht nicht mehr. Richtig. Aber trotzdem, geile Autos, definitiv. Aber halt, Notlösung hat der Walter Röll gesagt, Heckantrieb, Fahrzeug mit Heckantrieb ist Notlösung. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht von der Leistung her. Ja, aber fahrerisch, wenn das Fahrwerk reingekommen ist, ja, ist man positiv überrascht, weil vorher original geht gar nicht. Richtig. Aber ist halt BMW, also das ist Geschmackssache. Ja, das hat... Ich finde es geil, also ja. M3 Touring, ja, geiles Auto, das ist Endstück, Allrad, wir als alte ja RS4-Fahrer, gut, kommt da wieder jetzt ein RS4 nächstes Jahr. Muss noch ein bisschen warten jetzt mit dem M3 Touring. Wir gehen jetzt rein. RS5, oder? Heißt dann RS5. Wir gehen jetzt dann rein, gucken uns das drin mal an. Wir gehen jetzt nicht direkt mit der Kamera um, weil wir müssen dann mal gucken, was die machen. Ne? Also wissen ja auch nicht, ob wir das alles gleich filmen dürfen. Also wir verkleben wahrscheinlich jetzt alles dann. Ne? Wie heißt das immer? Geheimhaltungsoffenbarung. Geheimhaltung nennt sich das. Hi, servus. Moin. So, sind endlich mal die Stimme dazu, ne? Auf Deutsch gesagt. Also wir nehmen auf, wenn das euch nicht stört. Oder müssen wir euch verpixeln? Habt ihr irgendwas verbrochen? Ja. Noch nicht. Noch nicht? Okay. Also das sind die letzten lebenden Bilder von mir. Die haben gesagt, noch nicht. Also jetzt geht es mir dran da wahrscheinlich. Wir werden heute ein bisschen was filmen. Wir haben ja gesagt, wir wollen die kleine, in Anführungszeichen, feine, große, ich bin hier hingefahren, sage ich, geil, Backstein, gefällt mir richtig cool. Er sagt, er möchte was verändern, sage ich, lass das so, wie es ist, ich finde es richtig geil. An der Wand? Nee, ach so, ja, einmal so. Er schweißt quasi einen viereckigen Rahmen und du machst in der Mitte so ein Teil rein und fertig, wo das Weiße ist. Reicht, ja, ist so. Da kommt mein Bild hin. Dein? Dann kommt keiner mehr. Also wir sehen ja hier, was gebaut wird, wo die Autos stehen. Eigentlich werden wir ja gesagt, wir kommen hier hin, aber die Jungs haben ja gesagt, sie haben nur zwei Bühnen hier. Und deswegen war das nicht möglich. Ich finde es megamäßig, dass wir heute mal hinter die Schulter gucken können, was überhaupt gebaut wird, wie was gebaut wird. Ihr seht ja, sämtliche Lehren gefertigt für die späteren Auspuffanlagen, die dann folgen. Aber das können die Jungs uns dann später noch selber erklären, wie und was. Aber wir gehen ja das auch schon ein bisschen, aber dass ihr auch mal seht, was qualitätstechnisch natürlich möglich ist. Ne? Genau. Wir gehen dann später mal rum. Wir fragen natürlich auch, was wir filmen dürfen. Wir fragen mal den David, vielleicht dürfen wir ja. Dürfen wir eigentlich alles filmen oder dürfen wir was nichts filmen? Schon. Ist okay. Also wir dürfen uns hier frei mal kurz bewegen. Na gut. Willst du auch mit dazu? Ja. Bisschen was erklären, ja, ne? Von daher. Also wenn wir dann schon mal jemanden haben, wir müssen ja hier erklären. Ja. Das ist ja quasi... Der Kopf ist er. Er ist angestellt, sagt er. Genau, und ihr seid aber trotzdem genau irgendwie Partner in dem Sinne. Genau. Und das ist mein Ansprechpartner, weil er hat mir dann gleich an David überwiesen. Er hat gesagt, du, pass auf, das macht er. Ne? Ich mache Vertrieb und die ganze Kundenbetreuung. Also ich bin Kunde, er betreut mich. Verstehst du? Genau. So läuft's ab. Und deswegen gucken wir uns das mal an. Genau. Original Downpipes liegen schon hier. Jetzt habt ihr schon Material für die Downpipes, die dann später reinkommen. RS4 B9 wahrscheinlich, optisch genau, gesehen, ich ja, von ja. Dieses, für dieses Auto. Ja. Ihr macht auch Sonderanfertigungen direkt, wenn jemand das Kunde haben will, genau, sozusagen. Genau. Oder wenn es noch für was. Schulzwecke zum Beispiel jetzt hier bei dem Fahrzeug, ja, das wird dann ohne Genehmigung. Das ja, das war mir fast klar. Aber das ist einmal feuerfrei, Ruhe genau, durch. Ne? Genau, für ja. Schulzwecke können wir da auch Einzelanfertigungen machen, das mhm. ist kein Problem. Okay, okay. Also wenn da irgendein Kunde ein besonderes Auto hat. Hier ist jetzt quasi schon Auspuffanlage drunter. Ja?
So wie es jetzt quasi bei uns ja auch dann gepfeffert kommt, bei Pepper Provocateur. Das ist halt nur das Gepfeffert-Logo noch mit drauf und fertig. Und so sieht das dann aus. So sehen die Auspuffanlagen aus. Richtig. Was ich schon wieder geil finde, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil viele Leute machen ja den Fehler, die strahlen das Zeug. Oder beizen das Ganze, das muss man ja beizen, glaube ich, was sonst. Ja. Aber ich finde es geil, dass die Schweißnähte so bleiben. Also mir gefällt sowas also viel besser. Die sind jetzt noch hier, wir beizen die dann aber schon noch. Du siehst auf der Anlage auch. Ach so, also aber das Blaue quasi kommt dann weg quasi, oder wie? Aber sonst bleibt das, also es wird nichts gestrahlt oder irgendwie, weil viele Leute strahlen ja und dann sieht das scheiße aus. Also ist mein Meinung. Genau. Ich finde es so geil. Könnte man es eigentlich so lassen? Was passiert dann, wenn man es... Aber es ist ein bisschen anfälliger, wenn man dann... Wegen Rost dann? Genau. Naja, nicht wegen Rost, aber wegen den ganzen Umwelteinflüssen. Also Regen kommt drauf, auch mal Salz. Dann brennt sich das ein. Immer viel Hitze, dann kühlt sich wieder ab und über das Verlaufen. Dann werden die Schweißstellen... Schade eigentlich, weil optisch sieht es natürlich so noch ein Stückchen geiler aus. Muss man ganz ehrlich sagen. Also einmal komplett vorne bis durch und dann hier zweimal Downpipe rein, ne? Auf Deutsch gesagt. Genau, die bauen wir jetzt. Ja gut, hier bauen wir mal Satz mit X oder was ist da drin? Na jetzt ist gerade noch nichts. Ja, das ist jetzt gerade auf dem Tisch, die entwickelt da gerade. Ach so, okay. Also es kommen auch mit, schon mit 200 Zeller oder was rein? Was sind das? Sind das 200 Zellen? Sind das 200 Zellen? Hier, ja. 400 Zellen. Auch mit Zulassung quasi, weil... Okay, aber ist jetzt quasi vor OPF-Modell. Kein OPF, ne? Genau, weil mit OPF wird es halt dann wieder schwierig, ne? Ist da auch was geplant, OPF-technisch und so weiter? Ja, es wird schwierig, ne? Ja, weil das haben wir, weil es gibt ja, wir haben im RS38Y, haben wir von HJS eine Downpipe mit OPF und Cut und Zulassung. Das Ding kostet ja immens viel Kohle. Also da bist du ja irgendwo bei 5.000 Euro für eine Downpipe für ein RS38Y. Wenn das einer ausgibt, dann muss ich sagen, okay. Also die werden nicht viele verkaufen, aber... Zukunftsmusik technisch, was denkst du, kommt sowas mal irgendwann oder ist das... Wenn wird immer, denke ich, HJS eher am Trigger sein. Okay, okay. Okay. Aber trotzdem ist es, wie gesagt, wenn man OPF-Modell hat, ist es halt dann so, dass man halt dann OPF lässt, dann trotzdem aber einen 200-Zeller verbauen könnte und OPF drin lässt, je nachdem, wo der halt ist. Ne? Weil OPF ist meistens hinter der... Weil es immer ja wie hier ähnlich kombiniert quasi ist dann, ne? Beim OPF ist es dann hast halt du erstmal zuerst Cut und dann OPF, genau, ne? Richtig. Aber wer das. Ja gut, wenn es so kombiniertes Teil ist, ist es scheiße, ne? Genau, dann geht's also, im Prinzip. Geht's nicht. Im Prinzip nicht, weil du müsstest ja das Originalteil dann so zersägen, zerschneiden. Dann hast du das Teil nicht mehr, kannst später nicht mehr auf Original rückrüsten und zulassungstechnisch, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, könnte natürlich auch einer sein, sagt du so nicht, ne? Von daher. Das ist das Problem, ne? Also legal wird das dann bei OPF schwer. Okay. Ja gut. Aber wir sind ja eh jetzt auf diese Modelle, wo wir gesagt haben, RS3, RS6, RSQ8 und so weiter, die ganzen M-Modelle sollen jetzt dann noch kommen. Ne? Von daher, dann kann sich ja der Kunde dann aussuchen, auch wenn er keine Zulassung haben möchte, weil wenn er auf eine Rennstrecke fahren möchte, in Anführungszeichen, oder was er möchte, ist ja uns dann wurscht. Aber hauptsächlich wollen wir Auspuffanlagen anbieten, die wo mit EG-Zulassung sind, ne? Die wo man anschrauben oder halt getüft werden können, ohne Probleme, reinstecken, losfahren, fertig. Ne? Genau. Ja, cool. Ja, gut, dass wir darüber nochmal gesprochen haben. Deswegen wisst ihr das jetzt. Aber materialtechnisch, ihr biegt auch viel, ne? Also mittlerweile. Ich könnte es dir nur gerne mal zeigen, du hast noch zwei Dinge vorbereitet. Okay. Das ist jetzt schon fertiges Material für was? Das sind jetzt quasi die einzelnen Aufträge sozusagen. Oder wie die, wo jetzt hier auf der Palette rumliegen. Das war jetzt der R6. Aha. Die zwei Paletten. Okay. Das ist, das sieht man ja schon. Guck mal. Schön. Wie sagt man, emailliert oder was ist das jetzt? Oder wie nennt man das? Oder gebeizt? Nee, gelasert. Achso, das ist gelasert, okay. Weil ich habe ja schon manche gesehen, die machen einfach Negativaufkleber drauf und dann beizen die da drauf oder ätzen die das oder so. Das wird so braun. Das Braun sieht dann so ein bisschen unschön aus. Mhm. Das Lasern ist halt in dem Moment richtig schwarz. Geil. Das ist dann der Vorteil. Und da sieht man ja, die Hauptstrecke oder die laute Strecke ist... komplett durchgebogen, ne? Bis auf die Klappen. Da sind noch zwei Schweißnähte und das macht so, dass wir an Geschwindigkeit oder Produktion zunehmen. Okay. Ja gut, also eigentlich vom Schweißen her, man sieht ja nur noch, wo jetzt die Klappensteuerung quasi ist. Das andere ist gebogen und dann hast du nur deine Abzweigungen halt dann, wo du halt, wenn du Klappe offen hast, dass die dann da durchgehen. Und sonst hast du noch die kleinen Röhrchen hier, ne? Wo sich halt das Biegen wahrscheinlich gar nicht rentiert, beziehungsweise gar nicht so kleine Bögen, Radien gar nicht biegen kannst. Ne? Da war ja nie so ein Absatz geplant und dadurch haben wir den Werkzeugsatz im Prinzip für den Durchmesser nicht. Und dadurch machen wir das halt noch schneller schweißmöglich. Aber es ist halt gegenüber früher, sage ich mal vor 3 Jahren oder so, wo wir dann gesagt haben, alles mit Schweißbögen,
ist das schon eine immense Verbesserung. Natürlich, natürlich. Vor allem, du musst ja sagen, die Autos werden dann wieder älter. So wie jetzt quasi der M2 noch neu ist, war der RS6 vor 3 Jahren neu, waren ja wenige Auspuffanlagen, kommen da wieder andere Hersteller, die wo mal immense Kohle gleich mal für Titanauspuffanlagen verlangen, wo dann die Leute sich so ein Auto kaufen, auch was verändern, weil du hast ja auch wenige Leute, die so ein Fahrzeug beziehungsweise verändern oder soundtechnisch was verändern. Und die, wo was verändern, die wollen dann auch einen Namen dahinter haben und die wollen dann lieber mehr zahlen. Aber wenn man jetzt sieht, dann hat man halt so Einzelanfertigung und jetzt mittlerweile nach 3 Jahren wird sich natürlich der Preis von so einem RS6 auch nach unten bewegen, da wo es dann die ersten Modelle schon zum erschwinglichen Preis gibt. Und das sind halt unsere Kundschaften, die wo dann sagen, hey, hier, Auspuff, wie sieht es denn aus? Und wie klingt er? Weil klangtechnisch, man kann ja alles machen. Wir haben ja auch mal so eine, wie hat die Auspuffanlage aus Italien geheißen? Ha! Wo wir mal verbaut hatten. Das war wie 2 Blechbüchsen. Leck mich am Arsch. 2 Auspufftöpfe, so wie, ja, wie jetzt beim RS4, 2 kleine solche Töpfchen drin, sonst nichts. Also das war schon krass. Also die aus Italien, die waren krass. Aber die hatte keine Zulassung. Ne? Aber gut, schön. Ja, geil, sieht man schon mal. Das ist jetzt mal nur mal vorgefertigtes Logo, weil wir sind ja knickrig gewesen, müssen wir sagen, weil wir haben ja gesagt, wir wissen ja noch nicht, wie der Absatz dann mal läuft. Ich wollte ja, dass das Gepfeffer quasi draufsteht und das P alleine. Sie haben es jetzt doch dann so gemacht, weil halt diese Auspufftöpfe natürlich schon vorgefertigt sind. Und darum haben wir natürlich nur die Möglichkeit gehabt, das Ganze hier so drauf zu machen. Es sollte dann nochmal vielleicht mal anders werden, dass das auch so in dem Sinne stempeltechnisch halt dann gemacht wird. Ne? Dass man den Stempel dann verwenden kann für die fertigen Bleche. Weil ihr baut ja die Töpfe dann quasi auch selbst dann. Ne? Aus reinem Blech sozusagen. Also wir bestellen die Hüllen. Ne? Ja. Und das Innenleben fertigen wir komplett hier. Okay, mit den ganzen Siebblechen und bla 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 und so alles, was dazugehört. Krass. Ja. Darf man ein was fragen? Wie lange macht es jetzt das eigentlich schon? Oder wie lange auspufftechnisch an sich? Also insgesamt denke ich, wird es das 8. Jahr jetzt. Okay. Wo du immer schon so, ich habe ja gesagt, wir sind ja in der Hochburg hier, der Auspuffbauer. Ja, es gibt ja fast keine Ortschaft, wo nicht jemand einen Auspuff baut. Aber wir kennen das ja alles eigentlich mittlerweile. Aber jeder, der Enno hat das davor gesagt, ihr untereinander habt überhaupt kein Problem untereinander. Und jeder weiß, die anderen machen das, die anderen machen das, wir machen das. Und jeder nimmt dem anderen, ist von seinem Kuchen kein Stück. Und deswegen hilft man sich ja auch untereinander in dem Sinne. Ne? Von daher. Arbeiten immer in Richtung nochmal zusammen. Wenn es geht, ne? Von daher. Ja, ist ja schön. Wie gesagt, freut mich natürlich. Was ist das jetzt hier? Auspufftechnisch? R32. Ja. Ja, geil. Einmal links, einmal rechts quasi, oder wie? Nee. Weil zweimal. Achso, ich habe nur einmal jeweils die eine Seite bloß, ne? Weil ich schon geguckt habe. 5R32 ist natürlich immer um 4R32 nach wie vor ein sehr beliebtes Modell, wenn der Auspuff passt, ne? Ich kenn ja die Auspuffanlagen noch vom Stefan Buditsch, wie hat er geheißen? F-Town. Ja. F-Town war eigentlich der Ursprung, wenn ich jetzt mal so sage, jetzt mal der westdeutschen Autobauer in dem Sinne, oder? Muss man ganz ehrlich sagen. Weil der, glaube ich, war einer der ersten, der wo das so ein bisschen so gemacht hat. Ne? Ich denke, ich würde sogar sagen, es war der Ursprung. Da, dass es mal in die Richtung geht, so optisch das so hochzutreiben. Schon, gell? Ne? Weil er hatte dann Welding-Poren, dann hat er noch eine Seite gehabt. Ich weiß nicht, ob er das noch immer noch macht. Wir waren ja bei dem auch mal, ich weiß nicht, da waren wir beide nicht, ne? Da war noch Siemer-Golf-Zeiten, wo wir das gemacht haben. Und auch alles mit Eintragung und der lebt halt für dieses Schweißen an sich. Also der hat dann jeden Tag nur die Schweißnähte gezeigt, wie geschuppt und schön blau das alles war. Da musst halt schon sagen, du geiler Typ, ne? Wenn du das so hochziehst auf dieses Qualitätslevel, aber dann kannst du halt dementsprechend auch preislich verlangen. Ne? Man muss auch sagen, weil man kriegt auch eine fertige Auspuffanlage. Wir nennen jetzt keine Hersteller, die wo halt einfach nur gebogen ist, nur irgendwas ist und du hast halt auch beim Einbau dann ein bisschen längere Zeit dafür, das zu machen. Passgenauigkeit ist ganz wichtig, ne? Von daher. Ja, cool. Schön, schön. Weil ich gerade sehe, Endrohre, RS6 und so weiter, macht ihr alles selbst oder wie? Quasi auch. Oder? Ja, wir beziehen da im Prinzip vom Hersteller Wenden, ja? Und fertigen uns dann den Autosatz dazu. Okay. Ist da noch was geplant, auch in Carbon-technisch oder so weiter und so fort? Schwierig für uns. Ja. Man kann dann, da muss man ehrlich sein, man kann immer bloß darauf zurückgreifen, was es am Markt so gibt. Ja, ja. Für eine kleine Firma wie uns da so ein Empor bauen, da müsste da auch. Ja, sonst mehrere Stück sein und das müsste dann wieder so passen, dass für Original dann auch genommen werden kann. Ne? Aber die Endrohre sind ja beim neuen RS6, glaube ich, sogar am Auspuff mit dran, oder? Ja, die sind mit dran an der Anlage. Genau. Ja, cool. Dann schauen wir uns bloß noch das an, wenn ihr da ein bisschen was schweißt, das gehört ja auch mit dazu. Da brauche ich nichts kommentieren, weil ich will ja heute Abend noch was sehen. Von daher, also du kannst durch die Kamera gucken, da gibt es keine Probleme, Dominik. Von daher, habe ich mir sagen lassen.
The city is up in the madness. The people is giving the damage. They turn into animals savage. So rhinos and hippos and mammoths. The hero is coming, I'm locked in. You know that I'm winning, I'm top 10. You know that I came from the dog pen. You want it, you get it, you drop dead. The rebel who came from the bottom. My enemies know that I got it. I'm planting my seeds in gardens. Then watching them sprout and harvest. Was always in my plans. Battle the kid is white flags. Not on my level where I stand. Got it, I'm shooting the hot hand. Out of the gym, I was locked out. I failed, the kid was a dropout. I changed the game and it's up now. The city, they need me, it's clear now. Ich bin, es ist nicht oft, dass ich sprachlos bin. Hm? Optisch bin ich schon mal sprachlos. Soundtechnisch bin ich noch gespannt. Das ist, sind wir jetzt gerade dabei. Die Jungs haben schon gut vorgearbeitet. Das heißt, wir waren ja drüben bei der Produktion, waren dann mal kurz mit dabei, haben euch da mal teilhaben lassen, wo diese gepfeffert kommen, made by Provokateur Auspuffanlagen jetzt gebaut werden. Und so sieht das dann fertig aus. Ich bin heute schon gerügt worden, weil ich diese Auspuffanlagen einfach mit der Hand angefasst habe. Hey, nicht! Sag ich, wieso? Ja, das sieht man später alles. Also das muss man alles schon, so wie hochglanzverdichtete Felgen. Ich bin eines Besseren belehrt worden, dass wir weiße Handschuhe dann tragen müssen, wenn das eingebaut wird. Also sie sind immer mit dabei. Also es wird bei euch dann auch dabei sein, wenn ihr bei uns die Auspuffanlage stellt, gepfeffert kommt mit bei Provokateur und wir die versenden und nicht selber einbauen, sind da weiße Handschuhe mit dabei. Da werdet ihr mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie ich das Simon beibringe, dass der weiße Handschuhe anziehen muss, aber ist halt mal so. Gell? Ja, ist jetzt komplett mit Steuerung, allem drum und dran. Hier schon mal die Bescheinigung, ne? Typengenehmigung. Hier ist schon das Schildchen auch mit drauf. Ne? E57. Und hier auch die Endrohre. Ne? Schön, weil original sind ja die Endrohre eigentlich komplett an der Auspuffanlage montiert. Und das hast halt dann dementsprechend dann so. Ne? Weil das sind die alten Originalhalterungen. Ne? Und dann kommst du dann hier so drauf. Ne? Die sind schon krass. Da hast du hier ein Loch. Da hast du hier den Zapfen, dann gehst du hier quasi so einmal drauf. Und da ist auch eben einmal das Loch, wo die Schraube sind. Und dann kannst du über die originalen Schrauben gehst du hier drauf. So wie es beim RS6 C7 war, beim Vorgänger. Da waren ja die Endrohre in die Stoßstange hinten verschraubt. Und das finde ich eigentlich als geile Lösung, muss man ganz ehrlich sagen. Das durfte ich jetzt mit der Hand anfassen. Das ist jetzt nicht Edelstahl, das ist lackiert. Einmal komplett von vorne bis hinten durch. Wenn man es dann jetzt den Unterschied dann von der Auspuffanlage, es geht ja von wirklich von den von den Downpipes oben, wo dann die Tallpipes, wie man so schön sagt, von runter geht, da sind wir jetzt hier, die Anschlussrohre bis hinten durch. Einmal komplett bis hinten durch und du hast nur diesen einen Topf. Ja? Das ist schon mal der krasse, gravierende Unterschied zu der Originalanlage, die wo jetzt schon mal hier liegt und das andere ist ja noch eingebaut. Sprich, wir haben hier die riesen fetten Eintöpfe, wo dann hier nochmal ein Mittelschalldämpfer ist und diese beiden Rohre, die wo auch nochmal zwei Schalldämpfer haben. Ja? Also wir sprechen hier von 2, 3, 5 Endschalldämpfern versus ein Schalldämpfer, ne? Und Steuerung dazu. Und deswegen werden wir dann später mal gucken, wenn das mal eingebaut ist, wenn man, ob dann mein Grinsegesicht nach oben geht oder dann nicht, aber ich gehe davon aus, weil 5 Töpfe gegenüber einem Topf kann nur besser werden, also was das betrifft. Umgekehrt wäre es wahrscheinlich so, kann auch besser werden. Wenn es einem zu laut ist, dann macht dann lieber 5 Töpfe rein, statt einen. I can never settle, gotta go and get it all. Every 24, I gotta hustle till I fall. Push it to the limit, like I'm Scarface, that's the law. I've been going crazy, I've been balling off the wall. Ich bin jetzt schon im Endstadium. Das heißt, Auspuffanlage war ja mit dabei, wo diese abgeholt worden ist in der Manufaktur, würde ich mal so behaupten. Die Jungs haben ganze Arbeit geleistet, haben jetzt alles montiert. Jetzt geht es wieder weiter. Montieren jetzt noch die restlichen Abdeckungen und Streben unten. Das sind jetzt die letzten Teile. Megamäßig, ich habe auch schönes paar weiße Handschuhe bekommen, da wo wir vorhin schon gesprochen haben. Ohne fasst man das quasi ja nicht an, habe ich mir sagen lassen, weil wir wollen ja nicht, dass das dann später irgendwelche, ja, sag ich jetzt mal, Rückstände gibt. Ne? Will ja keiner. Und deswegen haben wir das so. Und wir können gerne mal von vorne durchgehen. Wir gehen jetzt einfach mal auf der Seite vorbei, fangen von vorne an, gehen nach hinten durch. Wie das komplett alles gebaut ist, aufgebaut ist. Und ich würde sagen, ist richtig megamäßig gearbeitet. Für das, dass das eine Auspuffanlage ist, die ja
an der Leere gebaut wird, ne? Und auch gebogen wird. Es werden ja Teile auch gebogen und geschweißt wird nur am Endtopf hinten und dann hier die Anschlüsse. Weil hier hast du ja die Dreiecksanschlüsse, die hier oben zu den Original Downpipes mit den OPFs gehen. Dann bis hinten durch. Statt normalerweise hier diesen beiden Töpfen, die wo hier original verbaut sind, sind hier keine. Dann geht es bis hier hinten durch. Nochmal zusammen hier auf nochmal zweiflutig hinten durch, schön am Differential vorbei, hinten bis zu den Endrohren, genau, hier rüber und dann haben wir hier schön die Klappensteuerung, die ja diese macht, ne? Und dann geht es hier durch den Topf und dann hier wieder raus und ansonsten, wenn Klappe offen, dann einfach hier verirrt sich ein bisschen was rein und das Restliche geht eigentlich direkt raus und das ist alles mit der Steuerung dann dementsprechend mit einer hier, ohne dass ich jetzt hinfasse, nicht wieder zu schreien, mit einer ECE-Typengenehmigung, habe ich mir sagen lassen. Nicht EG, sondern ECE. Also allgemeine europaweite Genehmigung. Weil EG ist nur Deutschland und ECE heißt komplett Europa. Also europaweite Auspuffanlage mit Typengenehmigung. Was man noch natürlich auch dazu sagen muss, wir reden hier nicht von einer Massenproduktion, wo wir sagen, ja okay, auf Lager sind schon sämtliche Auspuffanlagen. Es wird jede Auspuffanlage nach Bestellung erst gefertigt. Und natürlich auch handgefertigt, so wie man das im vorherigen Falle gesehen hat, wo das Ganze alles gebaut wird, geschnitten, geschweißt wird. Und so sieht das dann aus, wenn das fertig geschweißt, gebeizt ist und abpoliert worden ist. Genau. Also ich finde es schon mal mega. Ich bin megamäßig begeistert, jetzt schon mal. Und vom Sound werden wir hoffentlich dann auch begeistert sein. Gehe ich davon aus. Oder so. Jetzt geht's ab. Endlich, wir haben schon mal davor, ich sage ja so, es ist so lustig, weil wir sind gesessen, haben uns eigentlich schon rege die ganze Zeit jetzt unterhalten über sämtliche Stunden und auf einmal macht es draußen so, hoho. Jeder aufgesprungen, nichts mehr gesagt, einfach aufgehört zu reden, wo waren wir jetzt, scheißegal, einfach raus. Ne? Jetzt macht das Ding runter, weil alle hören jetzt auf zu arbeiten und geht nichts mehr, wir müssen jetzt dann los. Ja? Das haben sie aber gut gemacht. Also zeitlich voll organisiert, die Jungs, muss man ganz ehrlich sagen, können sich manche Betriebe echt eine Scheibe abschneiden. Komm, ich frage den Polizist. In dem Winkel. Das hört man auch richtig gut. Was ist bekommen hier? Ist er? Ah, ist er. Ist das nicht schön? Mal auf leise, also nicht nur Dynamik, sondern auf Komfort. Genau. So lange vorher. Und da haben manche Leute gesagt, naja, für OPF hört es sich nicht schlecht an. Dann muss ich jetzt sagen, ja, sprachlos, was soll ich jetzt noch erzählen? Also ich glaube, die alles, was wir jetzt reden, ist eigentlich für den Arsch. Jeder wird jetzt sagen, start das Ding lieber nochmal, quatsch nicht so viel. Quassel zum. Wie heißt, was war ich? Ein unsympathischer McFit-Affe. Hieß es mal. Was? Oh, ja, ich war noch nie in meinem Leben im Fitnessstudio, aber dadurch, dass ich halt breiter gebaut bin, mein Grundkorpus, das ist so, wenn du sagst zum M3, sieht scheiße aus, dein verbreiteter Dreier. Das, obwohl das Original so ist, weißt du, wie ich meine? Konnte nichts dafür. Dann hat er gesagt, ja, das Gequassel von dem unsympathischen McFit-Affe. Naja, genau. Du hast immer Wort dabei. Ne? Ja, eben, aber gut. Unsympathisch und sympathisch, scheißegal. Auspuff ist auf alle Fälle mega. Gefällt mir. Ja. Gefällt mir richtig geil. Auf der Autobahn, du fährst ruhig. Ja, das ist jetzt neu. Vielleicht geht da noch ein bisschen was, dass ich noch ein bisschen was. Das weiß nicht, was die Jungs an Wolle reingestopft haben. Oder gibt es da überhaupt noch welche? Ja. Merkst du noch ein bisschen was? Merkst du, also du musst das. Du musst ja Wolle. Ne? Du musst gewisse Kram, du musst alles einhalten. Aber ich denke, die Jungs haben dir das ja vor uns versaut. Wir haben nicht mehr so viel geredet, wir waren einfach so, wie du das erste Mal zum Toys R Us kommst und so als kleines Kind und denkst so,
geil, 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 geil. Weißt du, was ich meine? Das kann man halt schlecht erklären, dieses Gefühl. Ich finde es halt jetzt richtig gut, dass wir es jetzt endlich mal umgesetzt haben. Ja, nach etlichen Jahren, was wir in Kinderschuhen waren, dann nochmal ausgebaut, dann wieder eingebaut und dann mit Gutachten. Und jetzt sind wir so weit, dass wir den Vertrieb machen. Genau. Und wir sind natürlich glücklich, dass wir jetzt wieder zueinander gefunden haben, partnertechnisch natürlich auch, ne? Dass wir das anbieten dürfen. Wie gesagt, eine schöne gepfeffert Edition. Ne? Genau, richtig. Ne? Wo wir sagen, wir haben auch viele Ideen, wo wir jetzt gerade angefangen haben. Wir saßen jetzt wieder lange im Büro und haben wieder blöd gelacht. Ne? Wir können einen schon mal spoilern, wie man so schön sagt, RS4B5. Das ist wird kommen. Das wird, weil es gibt ja nichts. Und mit Downpipe und Zulassung und Klappensteuerung und EC. Flacher Downpipe. Richtig, richtig flache Downpipes, vor allem mit den Cuts, dass das alles schön funktioniert. Also, das muss ich erst noch abklären, aber es ist in der Denkweise. Okay? Und es wird nicht, ich denke, es könnte umsetzbar sein, weil das Auto doch ein bisschen älter schon ist und so. Und dass das von den Regeln her eigentlich auch so klappt, wie man es halt vorher. Wie gesagt, immer dran denken, wir sind eine Manufaktur, alles schön. Ja, das ist so. Wir sind kein Amazon. Richtig. Genau, so sieht es aus. Obwohl das Amazon geil ist, weil ich habe heute auch schon bestellt Amazon. Wer hat nicht Amazon bestellt? Aber dann wäre es ja wieder Massenware. Und so ist es auch bei unseren Fahrwerken. Man muss auch ein bisschen Zeit mitbringen. So ist es bei den Auspuffanlagen. Jeder, der die Qualität jetzt gesehen hat, so wie bei unseren Fahrwerken. Deswegen passt auch das super zusammen. Gepfeffert kommt made by KW und gepfeffert kommt made by Provocateur. Geiler geht's nicht. Geile Optik, geiler Sound, geile Qualität und natürlich alles mit TÜV. Und so muss das sein. So also muss das sein. In Zukunft könnt ihr da gerne bei uns ordern, im Online-Shop dann auch bald bei uns. Ich hoffe, wenn ihr das Video seht, dass das dann schon so weit ist, dass wir das verlinken können. Mal gucken, geben wir Gas. Aber wie gesagt, auf alle Fälle euch schon mal einen schönen Sonntag, weil wir machen ja immer Sonntagsvideos, wisst ihr. Und macht es gut in diesem Sinne. Darfst du jetzt auch sagen, Servus, Habadiere. Servus und danke für dein Vertrauen auf eine gute Zusammenarbeit. Eben. So, wir sind wieder zurück vom Erzgebirge ins Bayerische Gebirge. Ich muss aber jetzt die Scheibe zuerst mal putzen, weil es ist so extrem heute gewesen. Ich denke, weil durch die ganze Hochwasserkacke, was wir hatten hier, überall in der Gegend und auch oben, uns hat es die Fliegen zerdeppert an der Frontscheibe, extremst und lala Mücken. Jetzt habe ich das erstmal hier ein bisschen reinigen müssen, weil sonst sehen wir gar nichts mehr. Wir werden jetzt definitiv, jetzt haben wir ja ein paar Kilometer auf der Uhr, weil wir noch diesen Erach geholt haben, da vorne. Der hat auch Kodierung bekommen, so wie er Luftfahrwerk auskodieren, haben wir hier Auspufftaste hinzukodiert, wie original halt, weil das Auto das Original nicht hatte. Genau, weil das Auto das Original nicht hatte. Und jetzt haben wir das Auto wieder geholt und der Kunde bekommt das Auto dann jetzt später. Dadurch, dass wir jetzt wieder zurück sind, jetzt haben wir ein paar Kilometer hinter uns, weil wir da nach Jena gefahren sind und wieder zurück. Und jetzt hier sind schon so 500, 600 Kilometer jetzt draufgekommen auf dem Auspuff. Und jetzt starten wir nochmal. Wir werden jetzt mal kurz mal durchladen. Und wir setzen uns ins Auto. Du fährst mit. Ich lasse dich da vorne aussteigen. Wir sind im Gewerbegebiet und halten uns an die STVO und werden dann hier mal den Auspuff nochmal euch zeigen, wie sich der von außen anhört. Definitiv kein Vergleich zu vorher. Richtig geil. Oh, da ist er immer nicht angeschnallt. Nein, du, ich steig doch hier gleich wieder aus, du. Ja, gut. Hören lassen, ha? Schon, gell? Wir haben natürlich jetzt Publikum, weil die Jungs haben gemerkt, dass wir jetzt hier Video machen. Ne? Deswegen müssen wir jetzt aufhören, weil sonst waren die auch die ganze Zeit hier auf und ab. Aber ich glaube, das reicht, was man jetzt gesehen hat, gehört hat.
erstens, dass das Auto in der gepfeffert V3-Version einwandfrei funktioniert, in der Hinsicht komfortabel ist und schön tief, und vor allem, dass die gepfeffert kommen made by Provocateur Exhaust-Auspuffanlage richtig geil ist. Von daher, in diesem Sinne, das war's schon wieder vom Video. Macht's gut. Schönen Sonntag wünsche ich euch. Servus, Havadere.